stimmt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Seltsam, was? Diese Napfküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein. Das sind, nicht so wichtig. Ulrichs Schlummertrunk. Baldriantropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen. Die Tür ist jetzt offen. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh-oh. Okay. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment, Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Stimmt, ich habe sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Sendesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Niemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass Sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein, um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal, mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt kontern kann. Ja? Was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es nochmal. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Voilà. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch. Ich hab's mir anders überlegt. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Hallo. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Sie merkt gar nicht, dass ich da bin. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Okay. Oh, vertrocknetes Teegebäck noch eins.
Sekunde. Willkommen. Mein Name ist Anja. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich. Aber ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird pfannkuchentastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen ihm meine neuen Kekse etwas auf Trab. Was diesen, unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Ich bin neu hier, aber niemand fragt mich mal was. Oh ja. Es muss wirklich traurig sein, wenn man so viel herumkommt und niemand nachfragt. Ja, nur zu, frag. Hast du einen Frosch auf deinen Reisen gesehen? Großer Typ, ziemlich gut aussehend. Er trinkt hier normalerweise Kaffee um die Zeit, aber bisher ist er nicht gekommen. Und ich dachte, wir sprechen über mich? Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Nippelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder so weit? Wie schön! Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Okay. Bis später. Pass auf dich auf. So. Okay, da haben wir schon mal das Ding bestellt. Schicker Pilz. So wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Ja, sind sie auch. Da hängt ein Zettel. Dieses Käserad hat einer unserer Gäste liegen gelassen. Da es seit 3 Jahren vergeblich auf Abholung wartet, dürfen sich nun alle Gäste kostenlos bedienen. Liebste Grüße, Anja. Kostenlos? Super! Oh Mann, der Käse ist steinhart. Ist ja auch 3 Jahre alter Käse. Zu stumpf. Das bringt nichts. Da brauchen wir ein Messer oder sowas. Okay. Pfoten weg! Die Kanone muss für den nächsten Kreta-Angriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Hallo, warum stehst du denn hier oben? Ich bin zum Kanonendienst eingeteilt worden. Wir hatten hier ein großes Krähenproblem. Naja, haben. Wir mussten sogar evakuieren. Das klingt schrecklich. Oh ja, also wenn ich so ein garstiges Tier sehe, dann kaboom! Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Okay.
Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg. Also darfst du das natürlich auch. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziesel. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Okay. Sieh dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen Sie sich dann nicht auf den Weg? So viel mehr braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Okay. Fest verschlossen. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Wer ist da? Oh, da sitzt nur noch so eine Eulenstatue. Mein Fehler. Der Welster im Wasser ist ein Raubfisch und kann an einem schlechten Tag ganz schön ungemütlich werden. Die Schleuse soll ihn aus unserer Stadt fernhalten. Ich kann sie also öffnen, wenn der Wels gerade nicht da ist. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Kann wohl lang drauf warten. Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Quatsch, der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Ja? Zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinem Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? So durchs Gras. Da steht zum Pfadbaum. Wie seltsam. Bei uns heißt der genauso. Diese Statue sieht aus wie eine Maus. Wie eine mürrische Stadtwache. Bei so einem Gegenüber fühlt man sich selbst doch gleich viel fröhlicher. Da haben die echten Wachen ja immer gute Gesellschaft. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Okay.
Dich gibt es auch in Mauswald. Wie ulkig. Hier ist die kleine Hasenstatue gar nicht so klein. Hier gibt es auch eine Eulenmauer, wie bei mir zu Hause. Dich kenne ich doch. Oder zumindest jemanden, der genauso faul ist wie du. Mein das Buch. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernsteinding. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise, als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Schnipst du doch mal stark gegen ein Glas. Ein Stopp bringt hier nichts. Oder nicht? Der ist viel, viel tiefer als bei uns zu Hause. Zum Glück habe ich mein Seepferdchenabzeichen schon gemacht. Hohoho, das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli, solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Okay, ich will aber, dass er das behält. Ich will die Spinne nicht sauer machen. Und wenn das Netz kaputt ist, nützt es niemanden mehr. Etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt auch zählen, wenn ich hier wohnen würde. Ein schnell dahingluchsender, kalt-kieseliger Feldwald und Wiesenbach. Halt! Wer schreitet dort? Was für ein potthässliches Wiesel bist du denn? Ich müsste hier kurz mal durch. Kurz mal durch? Witzig. Was ist denn das Problem? Kein Problem. Dann zahl mal 500 Laubtaler. Jetzt! So viel kostet es, wenn man hier über die Kaltwasserbachbrücke will. So viel kostet die Baut. Meinst du Maut? Nein, ich meine Baut. Überlass das Reden denen, die es wirklich können. Manchmal glaube ich, dass dann fast alle ruhig sein müssten. Alle außer mir, das ist wahr. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein äußerst begabtes Kind. Sie ist noch einigermaßen auszuhalten, also fast. Aber wie sollen wir denn verhandeln, wenn ich nicht reden soll? Gut, gut. 300 Laubtaler. 300 Laubtaler? Nun gut, du gehörst doch sicher den offiziellen Behörden an. Gibt es denn einen Zauberlehrlingsrabatt? Normalerweise bekommen Zauberlehrlinge Unterstützung. Ich muss aus schulischen Gründen über die Brücke. Rabatt? Sei froh, dass du überhaupt die Chance hast, hier durchzukommen. 300 Laubtaler, so ist die Gebühr. Zahl's oder bleib auf deiner Seite der Brücke. Kein Verlust für uns. Dann komme ich später noch einmal wieder. Was für ein kleiner Halsabschneider. Aber ich kann mich nicht mit kleinen Kindern anlegen. Ich bin zu gutmütig. Ich muss einen Weg finden, über die Brücke zu kommen.
ohne ihn an einem Bein über das Brückengeländer zu halten, um ihm eine Lektion zu erteilen. Obwohl... Genau, das klingt gut. Nee. Meh, ich hab vielleicht Hunger. Warte. Ich bin zu bar gebunden. So geht das nicht. Mit Geld bezahlt man hier. Und zwar dreistellige Beträge. Lass mich doch nicht so lange warten. Ich krieg schon wieder Hunger auf was Süßes. Was Süßes auch noch. Ich krieg wieder was Süßes her. Das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Kommt nur dir so vor. Das ist aber eine harte Harke. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Hey! Hey, du! Was machst du da mit unserer Familienhake? Oh, ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt sich nicht von alleine. Ja, woher kenne ich diese Stimme? Rechts liegen die Gärten. Klar, über die Baumwurzel geht es zum Stadtplatz. Und wenn ich dem Pfad in die andere Richtung folge, komme ich zum Stadtrand. Ja. Was macht denn der da eigentlich? Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelst du da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, papalapap. Ach, Blume. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Was für eine merkwürdige Statue. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat sie keine Augen mehr. Memo, wir brauchen neuen Blausaft. Tja, das Fass ist wohl leer. Aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Man weiß ja nie, vor was man so einen Zahn brauchen kann. Zapfhahn. Schöner Garten. Das ist Privatbesitz. Ist ja gut. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Ich meditiere. Das sind aber viele Briefkästen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Waldzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Hey, Sie, alles in Ordnung? Der Arm.